Ich finde das halt auch schade bei Fernbus-Simulator, dass die aufploppen, wegploppen die Autos, obwohl die das eigentlich gefixt haben sollten. Und herzlich willkommen. Mein Name ist Mick the Gaming. Das heißt, wir spielen mit mir und das für Spielen. Heute heiße ich herzlich willkommen auf der Tour von Dresden nach Hamburg über Berlin. Das hat sich ein User gewünscht. Ich habe gesagt gehabt in meinen Videos, ich werde diese Linien für euch zeigen, die ihr euch gerne wünscht, die ihr im Hauptmenü halt da stehen habt. Und dann werde ich halt ein bisschen so über Gott und die Welt reden. Wir fahren heute mit einem MAN Line City Coach C mit den Repaint von GamesArmy.com. Wieso ausgerechnet das, weil ich heute mal im Auftrag der Games Army fahre, wieso auch nicht. Wir öffnen die Tür und ich habe in meinem Video heute doch einiges bequatschen mit euch. Wir werden erstmal die Zielanzeige anmachen, das ist die Linie 70, wie gesagt nach Hamburg von Dresden über Berlin. Wir werden die Zündung starten, den Motor starten, wir werden den Gang reinmachen, indem wir einfach so machen, die Feststellbremse lösen, die Tür wieder zumachen und dann einmal eben mit Null einmal hier alles durchtappen. Dann machen wir das WLAN an und die Bordtoilette in drinne die Anzeige. Witzig. Also irgendwas stimmt mit der Uhrzeit halt nicht, weil irgendwie wir sollen, keine Ahnung. Bei Service machen wir die Klimaanlage an, ja, das passt so ungefähr. Wir machen sie mal so lauwarm und hier drauf. Des Weiteren gucken wir hier einmal alles durch, wir machen das Standlicht an und dann haben wir eigentlich alles soweit erledigt. Wir machen auch bei Licht das Innenlicht die Leselampe ein und bei Licht da Innenlicht die Fahrgastlicht ein. Dann haben wir diese auch schon erledigt und dann würde ich mal sagen, wir locken uns mit unserem Telefon ein, damit das Spiel weiß, es kann losgehen. Und jetzt sehen wir auch Dresden Bahnhof Neustadt. Aha. 15:42 fahren wir hier ab. Und 18:25 sind wir in Berlin und dann sind wir 23:58 in Hamburg. Mal gucken, ob das alles so stimmt. Ich kann euch dazu nichts sagen, aber ich möchte mit euch heute über ein Thema reden, was mich sehr zum Schmunzeln bringt. Es wird hinter meinem Rücken über mich gesprochen und gedacht, ich bekomme das nicht raus. Sehr interessant, wie die Leute über einen reden. Und denken halt, der Junge, der bekommt das schon nicht raus. Wir probieren es einfach mal und machen es. Aber Schittepiepen, da habt ihr mit dem Falschen irgendwie gedacht oder geredet. Denn derjenige hat mir einfach mal alles erzählt. Und zwar wird über mich erzählt, dass ich halt einen YouTube-Kanal ständig dislike, wo ich mich frage, wieso. Ich habe, glaube ich, in meinen weiteren Videos immer wieder erklärt gehabt, dass für mich es keinen Sinn macht, euch Dislikes zu geben oder euch Likes zu geben. Natürlich bei den Leuten, die bei mir kommentieren, da bin ich dann viel öfters auf den Kanal drauf. Aus dem einfachen Grunde, weil ja ihr kommentiert meine Videos, und schaut meine Videos auch vielleicht mal bis zum Schluss. Siehe das, dass einer sich hier eine Linie gewünscht hat. Und das weiß ich, das habe ich mittig in eines Videos oder in meinem letzten Fernbus-Video erst ja gesagt. Ich finde das halt, wie gesagt, sehr interessant. Ich muss einfach nur schmunzeln. Wie gesagt, mir wird halt dann was unterstellt. Und ich muss jetzt zusehen. Hallo? Ja, mein Ticket. Was soll ich mir daraus denken? Mahlzeit, bitte sehr. Ich denke mir daraus nichts, weil meiner Meinung nach ist es Kindergarten. Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Ich fahr doch gar nicht in Leipzig. Oh Mann. Hallo. Hier, mein Ticket. Jetzt wäre ich fast in den. Hallo. Bin ich hier richtig? Wohin fahren Sie nochmal? Ja, wie gesagt, ich muss dann halt anfangen zu lachen. Ist das gültig? Weil. Vielen Dank. Erstmal das Ticket. Bitte schön. Was schieben die für einen Kindergarten? Hallo, bin und ich hier richtig? Weiß, vielen die Dank. Gucken meine Videos, weil der Kollege, der mir ja erzählt hat, dass die letzte Dislike-Welle von einem
von allen kam. Guten Tag. Kommen Sie in meine Richtung. Cool. Weil er das auf seinen Teamspeak groß besaunt hat, das ist schon traurig. Also, wie gesagt. Es ist einfach lächerlich und ich muss halt darüber lachen. Naja, was soll ich halt großartig dazu sagen? Dazu kann ich großartig nichts sagen. So viel zum Thema. Wir gucken mal eben hier drin. Wir nehmen ja nicht wirklich viele mit, wa? Wir haben auch alle einsteigen lassen, richtig? Ja. Ausstehende habe ich keine. Gut. Naja, wie gesagt, ich muss darüber halt lachen, weil es einfach dieser Kindergarten, es ist für mich in meinen Augen Kindergarten, ich halte mich da einfach jetzt raus. Ich denke mir meinen Teil. Wie gesagt, was euch das bringt im Endeffekt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es euch gar nichts bringt, weil ihr wisst eigentlich, dass ich ja mit YouTube auch Geld mache. Und dass mir eure Klicks dann den Geld bringen. Wenn ihr das darauf bezieht. Aber ich freue mich über jede Unterstützung, so sollte ich es nicht gesagt haben. Ich muss halt immer nur, wie gesagt, darüber schmunzeln. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über... und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seat belts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seat belt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ja, wie gesagt und wie ich das auch in meinem letzten Video gesagt habe, die erste Ansage im Video lasse ich halt immer durchlaufen und bei den anderen Ansagen, da werde ich dann einfach weiterquatschen. Ich hoffe nur einfach nicht, dass... Können Sie es etwas kühler machen? Das ist halt einfach...
dass die Leute dann halt einfach nicht oder das, was ihr verstehen wollt, dass ihr das versteht, und das, was ihr nicht verstehen könnt, dann muss man halt irgendwie gucken, wie man das in nächster Zukunft dann machen tut. Ja, nochmal kurz, um das Thema zurückzukommen. Ich werde mich halt aus diesem Kindergarten sowieso langsam raushalten. Ich habe gemerkt gehabt, dass ich aktuell sowieso mein eigenes Leben so führe, wie ich es für richtig halte. Ich habe immer gesagt gehabt, Reisende sollte man nicht aufhalten. Deswegen ist mein Freundeskreis doch um ein kleines Stück gesunken. Und man sieht halt, wen eine Freundschaft wirklich wichtig ist, weil die Leute, denen man auch wirklich wichtig ist, die melden sich auch von so. Oder die hören nicht auf andere Kinder halt und ja, lassen dann so gesehen die Freundschaft daraus kaputt gehen. Ich finde das halt immer ein bisschen traurig, euch das so mitteilen zu müssen, aber... Sonntagsfahrer. Okay, dann habe ich jetzt das Auto im Rückspiel nicht gesehen, da war die Sonne schuld. Ich denke mir halt meinen Teil über die Leute, die diese Kacke bauen, und gut... Mehr will ich jetzt darüber nicht sagen. Ich wollte einfach nur dieses Video wieder nutzen. Wieso? Wieso nicht? Und es ist halt einfach traurig. Naja, ich sag dazu einfach nichts weiter. Des Weiteren habe ich so eine... Ich habe mal ein Video über eine Spedition gemacht. Mit den Leuten, wo ich mal guten Kontakt hatte. Aber dann den Kontakt... ja, brechen lassen habe, weil ich gemerkt habe, ich finde mit denen keinen Zusammenhalt, beziehungsweise ich finde die nicht mehr so sympathisch, wie ich die mal gefunden habe. Da gab es ja mal eine lange Diskussion drüber, und die haben sich ja auch wie ja, mal wie so Idioten auf so eine Dislike-Welle einfallen lassen. Also ihr müsst echt mal so ein paar Videos durchscrollen. Solltet ihr ältere Videos ab einer bestimmten Zeit bald nicht mehr bei mir finden, ist das deswegen, weil ich, wie gesagt, in meinem letzten Video meinen Kanal umändern werde und hier einiges passieren wird. Ich habe das ja in letzter Zeit ziemlich oft gesagt, aber es wird kommen. Es muss nur mal irgendwann dann durchgezogen werden. Und es wird auch durchgezogen, aber ich weiß noch nicht, wann. Es kann sein, dass es ab nächstes Jahr passiert, deswegen ich persönlich nenne nie Daten, wann passiert jetzt was, weil dann passiert sowieso nicht. Ich habe euch gesagt gehabt, ich werde auch irgendwann andere Simulationsspiele mal spielen. Ich habe andere Simulationsspiele ja schon bekommen, aber ich muss sagen, so manchmal finde ich einfach nicht die Zeit, weil die einen wissen ja, ich bin jetzt mittlerweile arbeiten, die anderen wissen halt, ich bin schieß mich tot und sowas. Also ich habe ziemlich viel zu tun. Ich glaube, jetzt wird's eng hier. Und wir sollten mal auf 80 runter. So. Ja, wie gesagt, ich habe halt ziemlich viel zu tun und muss halt mal das machen, muss halt mal dies machen, muss halt mal jenes machen. Ich hoffe, wir machen das gleich auch noch. Was ist das? So, ich hab's auch gerade nicht gesagt. So, ich wollte mir mal ein Bild machen. Ja, also ich weiß halt nicht, wann, wie, was hier umgestellt wird. Es kann sein, dass es nächstes Jahr passiert. Also es passiert auf jeden Fall irgendwann bis Ende nächsten Jahre. Der überholt hier eine Überholverbotszone. Der ist ja lullig. Also bis Ende nächsten Jahre sollte es auf jeden Fall passiert sein. Und dadurch, dass ich halt arbeiten bin etc. pp., dauert es halt alles ein bisschen seine Zeit. Ich finde das im Fernbus-Simulator hier ziemlich interessant mit den Baustellen, weil hier sind mal Baustellen und nicht so wie bei Eurotruck-Simulator, was ich halt aber noch ein bisschen halt scheiße finde. Wie ihr merkt, spielen wir halt auf einer schlechteren Qualität, weil das Spiel es anders nicht hergibt, um eine bessere Qualität spielen zu können. Wir müssen mal gucken, wir müssen unterwegs wahrscheinlich auch einmal schlafen gehen, da kann ich euch dies auch einmal zeigen, weil man hier im Fernbus-Simulator natürlich nur auf bestimmten Rastplätzen schlafen kann, was ich ein bisschen traurig finde, was halt im Eurotruck-Simulator so
nicht ist, weil im Eurotaxi-Simulator kannst du überall schlafen, also auf jedem Parkplatz. Und hier hast du manchmal das Problem, dass nicht an jedem Parkplatz gerade die Situation ist, dass du halt dort parken kannst. Die Leute, die sich fragen, warum hat der eigentlich Games Army als Repaint? Hoppala. Alter. Junge, was? Warum soll man sich also anschneiden? Bremsen der so ab? Und nochmal. Warum bremsen der so hier ab? Also das verstehe ich nicht am Fernbus-Simulator. Manchmal da rasen die einfach von rechts nach links und manchmal bremsen die hier ab und das ist echt, also wirklich, das ist so eine Sache, das muss halt noch von TML Studios gefixt werden, beziehungsweise von den Entwicklern, und ich hoffe, die sehen auch irgendwann mal eins meiner Videos, beziehungsweise die von den Kollegen, sage ich jetzt mal. Ich sehe nämlich nicht irgendwie in den Leuten, ja, wie soll ich das sagen, wie nennt sich das, ich sehe es nicht als Konkurrenten, ich sehe es als Mitstreiter. Ich weiß nicht, wer das Wort Mitstreiter nicht kennt, der soll es vielleicht mal googeln. Oder zur kurzen Erklärung, Mitstreiter ist halt, es gibt die Konkurrenten, die halt versuchen, jeden schlecht zu machen, indem sie zum Beispiel wie bei mir jetzt hier auf meinen Kanal gehen und versuchen, mit Dislikes meine Videos schlecht zu machen. Das sind so Konkurrenten vielleicht auch gesehen, die halt das Gleiche machen und eins zu eins und versuchen halt nur besser zu sein und nur für sich Werbung zu fixieren. Und dann gibt es diese Mitstreiter, die auch das machen und sich denken, pff, gut, warum soll ich ihn jetzt schlecht machen? Die Leute entscheiden so oder sollen selber entscheiden, gucken sie mich lieber oder gucken sie dich lieber. So würde ich das halt eher sagen. Aber man sieht es sowieso halt an, dass die Leute halt hier, wie die Community ist. Aber okay, so viel zum Thema. So, hier ist nur noch wieder 80 erlaubt. 60. Boah, ich finde das so interessant, dass wir hier so zwei Baustellen in einem haben. Also in einem kurzen Abschnitt. Da bremsen die auch abrupt ab. Und ich weiß nicht, was das soll. Wie gesagt, ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann wieder irgendwelche Linienwünsche habt, die ich dann halt fahren werde. Oder ich werde sie halt fahren, da gibt es keine Frage. Ich bin halt nur gespannt, was dann halt noch so kommen wird. Ansonsten suche ich mir selbst halt nur mal so meine Fahrten aus. Und ja, ich bin für alles offen. Ich bin auch mal offen, selbst eine Fahrt zu machen. Ich bin gespannt, ob halt TML Studios für den Fernbus-Simulator noch gegen Fernbusse rausbringen. Und boah. Alter. Idioten. Gut, wir machen mal das Licht an. Also langsam im Spiel, weiß ich nicht, dunkelhell, dunkelhell, dunkelhell.
Also das ist echt eine Baustelle, das eigentlich hat die TML geschrieben in ihr letzten Update, sollen die das gefixt haben. Aber haben sie nicht. Nochmal zurück zu Games Army. Also wer Interesse hat, kann mal bei Facebook suchen. Die schreiben halt für mich sehr, ich finde die halt sehr interessant. Die schreiben nette Beiträge. Einfach mal bei Facebook Games Army eingeben und dann müsst ihr die so schon finden. Oder www.gamesarmy.com oder .de. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die E-Mail-Adresse war. Die Website-Adresse war auf denen ihre Seite. Ansonsten müsstet ihr einfach mal zum Anfang des Videos schalten, da habt ihr dann halt auch die Adresse nochmal drin gehabt. Ich finde das halt auch schade bei Fernbus-Simulator, dass die aufploppen, wegploppen die Autos, obwohl die das eigentlich gefixt haben sollten. Wird wahrscheinlich auch im Forum wieder drin stehen. Deswegen, wer irgendwelche Fixes hat, kann auf tml-studios.de da auf der Seite gehen, sich im Forum registrieren und im Forum auch Beiträge zum Fernbus-Simulator schreiben. Verbesserungen, Vorschläge etc. pp. Kritik, konstruktive Kritik, das bedeutet nicht nur, hey, ich find scheiße, weil, Punkt, oder hey, ich find scheiße, das ist keine konstruktive Kritik. Konstruktive Kritik ist nochmal für alle Leute da draußen Kritik, die, ja, sagen wir jetzt mal, hey, ich finde dein Video nicht so gut, weil deine Tonspur ziemlich laut ist und das Spiel leiser. Deswegen gebe ich dir heute mal ein Dislike oder ich gebe dir trotzdem ein Like, weil der Rest sehr unterhaltsam war, obwohl man wenig verstanden hat. Das wäre konstruktive Kritik und so ein Pro-Kontra-Liste, aber das hatten wir schon mal in 7 Millionen Videos von mir. Da könnte man dann einfach so durchschalten. Habt ihr eigentlich Interessen zu irgendwelchen Simulationsspielen oder generell irgendwelchen Spielen, die ihr hier auf meinem Kanal wieder mal sehen wollt, könnt ihr mir gerne in den Link sagen. Ansonsten werde ich nochmal ein Infovideo dazu machen und das Ganze auch nochmal dort ankündigen. Ganz schön hell, ja. Also hier steht die Sonne echt tief, würde ich sagen. Ich glaube, wir fahren gerade an europäischen, an den Äquator dran vorbei. Äquator. So, 59 Kilometer sind wir schon da. Wir sollten eigentlich 18:25 da sein. Wir sind mal wieder ziemlich früh da. Ich glaube, die Zeit ist auch irgendwie bemessen, dass wenn man nur 80 oder 90 fährt, also nicht wie wir hier auf Autobahn 100, war eigentlich, ja gut, Flixbus allgemein fährt sowieso schneller und die fahren auch mal auf der ganz linken Spur. Aber die sind sowieso eigenartig. Man merkt so, Flixbus ist so die zweite deutsche Bahn. Die kaufen einfach alles, was zum Kaufen geht. Hauptsache keine Konkurrenten. Aber die deutsche Bahn ist sowieso nicht so gut, weil die haben ja einige Verbindungen auch schon an Nachbarländern abgegeben. Nachtfahrten, glaube ich, die rüber nach Österreich führen. Irgendwie war da mal was, glaube ich, ein Gespräch gewesen. Hat er jetzt Österreich bekommen? Oder halt andere Verkehrsbunde? Und man sieht das ja auch hier in Hannover, fährt mittlerweile der Eno und der Metro Rom fährt ja hier auch und die Westfalenbahn. Also hier fahren ziemlich viele Privatunternehmen. Ob die jetzt irgendwie was von der Deutschen Bahn sind, eine Tochterfirma, ob hundertprozentig oder wie auch immer, das weiß ich nicht. Ich kenne mich mit der Bahn überhaupt nicht aus. Ich kenne mich allgemein so mit Bahn nicht aus. Ich kann euch sagen, was hier bei mir fährt und das war's dann auch schon. Aber es reicht ja auch für mich, mein Wissen.
So, einmal komplett nach rechts rübergezogen. Ich würde gerne mal geradeaus weiterfahren. Ich finde das da sehr interessant, aber ich musste da noch nicht lang. Ich finde die Hintergrundgeräusche mit der Autobahn ziemlich cool. Oh, der Bus kippt gleich um. Der Bus kippt nicht um, du hast kein Gefühl, Junge. Du kippst gleich um. Der Bus kippt gleich um, sagt er. Na gut, hab ich gesagt, dass der Bus gleich umkippt. Ja gut, das habe ich aber. So, dann sind wir auch schon in Berlin. Hier vorne müssen wir links abbiegen. Oder auch noch nicht. Hauptsache, das Auto ist gerade einfach mal über Rot gefahren. Ja, 17 Uhr, Mensch, wir können mal das Licht anmachen. Wir sind vorbildlich, wir fahren um 17 Uhr mit Licht, obwohl es hell ist. Man sagt ja, in Deutschland müsste man erst das Licht anschalten, wenn am Auto, wenn die Straßenlaternen angegangen sind. Was machen die jetzt, wenn die Stadt mal einen Stromausfall hat? Da weiß man nicht ganz genau, ne? So, links von uns sehen Sie Berlin. Wir fahren da jetzt auch rauf. Heute Flixbus in Games Army Ausführung im Auftrag vom Flixbus. Türen, rechte Luke öffnen. Guten Tag. Das sieht doch so schön aus. Das sieht einfach schön aus. Das Ticket, bitte. Guten Tag, ich bedanke mich. Tschüss. Grüezi, mein Ticket. Ja, grüezi. Ich würde gerne ein Ticket kaufen. Nach Hamburg kannst du haben, weil wir fahren auch heute nach Hamburg. Ich kontrolliere den noch eben. Ja, dafür nicht. Fahren Sie in meine Richtung? Ja, das können wir mal gucken, ob wir den noch fahren. Richtig. Sie, bin ich hier richtig? Ja, danke. Natürlich. Wir fahren nach Hamburg. Tür zu Gaming with Passions. Was steht eigentlich auf anderer Seite? Ah, das gleiche. Immerhin, live für die Coach. Euro 6 sogar. Ich finde das so geil, dass wir hier alle Luken aufmachen haben. Und trotzdem Shit. Boah, ich dachte gerade, da sitzt wer. entweder geiler Bug oder wie auch immer. Na gut, was haben wir hier von gestern in Auto? Braunschweiger Kennzeichen. So, sind sie alle eingestellt, meine Damen und Herren? Ja, sie sind schon wieder alle hier im Internet. 23:58 sollen wir jetzt natürlich dann Hamburg erreichen. Und drei Leute sollten eigentlich noch einsteigen. Haben wir hier noch drei Leute? Nein, natürlich nicht. Ne, ich sehe hier keinen. Wenn ihr hier auch keinen seht, dann... Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich durch meine... Lol. Das ist aber ein Bug. Das kann ja nicht sein. Durch ein Fenster habe ich meine Tür noch gemacht. Naja. Gut, meine Damen und Herren, wir fahren ab.
Fahrt starten. Und dann wollen wir hinter das Steuer. Achso, man sollte auch die Feststellbremse rausnehmen. Und dann können wir hier abfahren. Hallo und naja, herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid. Und weiß nicht, könnte ich sprechen? Ja, ich könnte eigentlich. Aber das hört sich echt komisch an. Wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Hamburg. Die gesetzliche Anschnallpflicht. Und ich fahre jetzt gerade zum ersten Mal links rum. Während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unseren Snack- und Getränkeangeboten. Einfach eine Straße hingebaut, die Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet, schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos. Komm, gib Gas hier, gib Gas. Ich will auch die Ampel nehmen. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information. Rechts sieht natürlich ziemlich stockend aus. Ich glaube nicht, dass wir hier pünktlich rauskommen. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing. Wir haben jetzt 363 Kilometer vor uns. Respekt. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Oh, da hinten. Please use the questionnaire am Alexanderplatz, der Fernsehturm. Feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Da wollen wir mal hier rüber. Ja, wir müssen hier auch schon wieder links abbiegen. Das sieht so creepy aus. Wenn so von hinten so zwei dunkle Lichter auf. Zwei rote Lichter aufstoßen. Das ist schon ein bisschen creepy, ja, gell? So, wir fahren jetzt den nächsten Parkplatz an, weil da können wir, glaube ich, schlafen. Wir fahren jetzt auch aus Berlin wieder raus. Irgendwie so eine Nebenlandstraße mit Stückchen und dann fahren wir auf der Autobahn rauf und auf der Autobahn können wir dann halt schlafen. Sehr komisch, dass wir hier so links neben uns eine Straße, rechts neben uns eine Straße und wir fahren hier auf der Landstraße, die irgendwie zweispurig ist, aber jetzt einspurig wird. So viel zum Thema zweispurig. Naja, wir wollen mal gucken. Ah, das war die Autobahn, also Autobahnauffahrt, sehr interessant. Jetzt muss ich mich aber immer nur konzentrieren, weil ich finde es im Dunkeln hier im Spiel richtig schlimm zu fahren. Ist das jetzt schon die Raststätte? Müssen wir die schon ab? Nee, das kann doch nicht sein, oder? Nee. Erst, wir fahren am Autobahnkreuz noch drauf und am Autobahnkreuz fahren wir einer dann vorbei und da die nächste Seite. Was ist hier los? Oh, das war jetzt beinahe fatal gewesen. Na gut, soviel zum Thema, ich kann Bus fahren, habe ich gesagt, dass ich einen Führerschein habe, na gut, das habe ich, aber nee, habe ich nicht. Wir geben hier einfach mal ein bisschen stumpf Gas.
war knapp gewesen mit der Wahl. Heiner, bist du wirklich hier? So. Hier am Kreuz müssen wir rechts rum. Wir müssen hier nochmal rüber. Wir müssen ja die nächste rechts. Wir müssen ja jetzt nicht hier runter, sondern im. So, ihr wisst, was ich meine, oder? Anscheinend. Ah, ich muss hier noch runter. Ah. Das war jetzt witzig gewesen, wenn ich hier dran vorbeigefahren wäre. Das wäre jetzt witzig gewesen, denn in den Videos drehe ich ja nicht auf Autobahn. Das mache ich natürlich ohne den Videos aufnehmen auch nicht, aber ja gut. Habe ich gesagt. Ja gut, das habe ich aber. So, dann wollen wir hier mal rechts rum. Okay. Das ist ein bisschen unübersichtlich, das Ganze. Aber irgendwie meistern wir das schon. Hier ist nur 70 erlaubt und gleich gefühlt nur noch 170. Oh, Lenkfallen. Hör auf zu meckern. Du hast keinen Grund zu meckern. Okay, hier sollte man anstand 70-50 machen. Ist auch okay, ist akzeptabel. Gut, von links kommt nichts, also links rüberziehen. Jetzt bremsen die gleich ab wieder, wie die Idioten hier auf der Straße, weil die Rechtsabbieger links rüber wollen. Das ist mal hier eine Wurst. So, hier ist nur noch 60 erlaubt. Ja, komisch, hier in so einer Kurve ist 60 erlaubt, aber da wo man keine 60 fahren braucht, ja gut. Wir ziehen einfach mal stumpf immer links rüber, also so wie wir Glück haben. Jetzt muss ich aufpassen. Die nächste Ausfahrt ist nicht meine. Wir müssen nämlich Richtung Hamburg. Das ist Wasser an der Nordsee und wir müssen ein bisschen Kram fischen. Ne, wir müssen hier geradeaus jetzt links rum. Ja, das nehme ich. Leider Gottes. Und ich muss noch ein ganzes Stück, aber ich lese das, was du schreibst. So. 100 und nächste Raststätte müssen wir runter. Das haben wir gesagt, weil ich will euch jetzt zeigen, wo kann man nur schlafen. Man kann nämlich nur da schlafen, wo, wenn ihr die Taste M drückt, öffnet ihr halt die Karte, wo ihr dann halt hin könnt. Alles verschüttet. Danke. Ja, dafür nicht, ne? So viel zum Thema. Ihr könnt halt nur dahin, wo wir so ein Pel. Ja, man sollte auch im Rückspiegel gucken, aber ich sehe hier nichts im Rückspiegel. Nicht. Ich sehe ein ganz kleines. Oh, hier muss ich runter. Hier muss ich runter. Das heißt, ich reihe mich hier hinterm LKW irgendwie ein. Zack. So, ja, natürlich mit Unfall. Sonntagsfahrer. Nee, ich bin Flixbusfahrer, nennt man das. Nicht Sonntagsfahrer. Denn wir müssen hier schlafen. Und jetzt ist es nicht so wie im Eurotruck-Simulator, dass die Zeit halt dann abgesessen wird, eine halbe Stunde. Nee, leider Gottes nicht so der Fall. Wir könnten mal achten, also es ist 19.09 Uhr. Und wenn wir jetzt hier gleich parken, müsste es ja eigentlich dann 19.30 sein, das wird aber nicht so der Fall sein, also es wird keine richtige Pause abgezogen. So, ich zeige euch das, wir fahren jetzt hier einfach so stumpf rein und schwupps seht das schon als Pause. Dann musst du nur noch die Feststellung raus und sind einfach mal 10 Minuten vergangen und wir können weiter. Ah, das war meine Pause. So viel zum Thema, ne? Oh. Darum also, soll man sich also anschnallen. Den habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Ja gut. Habe ich gesagt. Mensch, Mega the Gaming, konzentriere dich mal ein bisschen besser. Das habe ich aber... Muss ich das? Nein, weil es... It's my time, ne? It's my time, it's your time, your time is my time.
Sorry. I'm so sorry. Ah, ich weiß auch nicht, was ich habe. Wow. Alter, jetzt habe ich mich erschrocken. Also jetzt gut, ne? Was ist das jetzt hier für ein Lichtspiel? Also in komischer Weise. Oh, Alter, ich weiß gar nicht, was hier meine Rille ist. Ganz schön dunkel hier. Aber ganz schön. Ich sehe gar nichts. Ich fahre nach Gefühl. Also alles das, was ich im Hellen noch sehe, das oder was ihr seht, das sehe ich gerade so gut. Meine Augen sind da nicht so, weil da hinten ja alles ziemlich dunkel ist. Und ich bin kein Nachtmensch. Also, ja gut. Nachtsichtgerät for the win. Boah, der Bus, der hüpft ja richtig hier. Ja, freilich. Locker und schmalig überholen wir euch hier. Hehe. Hehe. Hier. Wir fahren hier auf der A10 Richtung Hamburg zu Michele. Michele, Junge, bist du in der Hut? Nix. So finden wir nicht. Ihr da nicht. Mal gucken, was noch so auf uns zukommt. Ich denke mal noch so 30.000 Unfälle. Mit viel Glück 2. Oi, 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 oi. Das wäre jetzt fatal gewesen, wenn das ein Blitzer wäre. So, machen wir mal hin. Ah. Ah, ah, ah. Wir machen mal das Licht ein bisschen heller. Ich weiß auch nicht, was das hier für Licht ist, aber auf jeden Fall ein bisschen heller. Oder ist das tatsächlich heller? Ja. Ja. Das ist theoretisch, richtig, praktisch nicht. Außenlicht und dann. Lichtschalter. Könnte man machen. Muss man aber nicht. Güskow. Nach Rostock. Zack. Zack. Also ich weiß nicht, was diese Teile da auf der Straße sollen. Das habe ich noch nie im echten Leben auf der Autobahn gesehen. Ich kann es euch nicht sagen, ob das einfach nur Spuren vergrößert, Spuren verkleinert ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es im echten Leben noch nie gesehen. Vielleicht bin ich auch nur auf den falschen Autobahnen unterwegs. Ich weiß es nicht. Also. Zack. Zack. Ey Jungs, hier ist 120 erlaubt. Warum war ich nur 100? Nicht 20. Hier staut es sich. Oh, Polizei. Sehr schön. Ah. Jetzt passiert hier mal was. Action. So. Hier wäre wieder ein Rasthof, aber hier können wir nicht schlafen. Na gut. Können wir halt nicht. Doch, könnten wir. Seht ihr? Wären wir mal hier schlafen können, dann hätten wir schön an der Reinhangstelle schlafen können und nicht irgendwo mitten in der Walachei. Aber gut. Man muss ja nicht alles, ne? Im Leben möchte ich immer. Man kann ja auch mal ein bisschen was falsch machen. Ein Taxi auf der Autobahn, das kann ziemlich teuer werden.
Ich habe es durch meine Mutter erfahren, damals als ich schwanger war, musste sie mit Taxi ausgerechnet bis nach Kiel fahren, obwohl in Bremen auch eine Geburtskrankenhaus wäre. Beziehungsweise irgendwas war im Kiel. Nee, sie ist mit einer guten Freundin nach Kiel gefahren, weil sie da entbunden hat und ja, so sage und schreibe 200 Euro von Bremen bis nach Kiel, ist ja mal ganz akzeptabel, günstig. Natürlich, warum sollte ich mir auch nicht so eine Taxifahrt mal leisten? Wer das Geld hat, der hat's, ne? Und wenn nicht, der, ja, der macht halt so aktuell wie Strobi ein bisschen Fulltime-Job auf YouTube und Twitch. So, einige haben sich halt gefragt gehabt, ja, oder generell, ich frage mich halt, wie kann man das ja am besten möglichst machen, so dass es möglich ist. Ich kann das Ganze ja hier nicht so richtig real spielen, das heißt, ich kann zwar das Datum und das Wetter und die Uhrzeit und sowas real einstellen, aber ich persönlich, hoppala, stelle immer das reale Datum ein. Heute ist der 28. 9. und die reale Uhrzeit hatte ich vorhin auch eingestellt, 15:40 sind wir losgefahren, das hat genau mit der Uhrzeit umgestimmt, aber das kann man hier im Spiel ja nicht richtig umsetzen, weil wir, ihr seht, haben wir es nicht 20 Uhr, sonst wäre es ja auch Stockenbooster, also in Real Life gewesen, das ist ein bisschen schwer zu machen, deswegen machen wir halt immer das gleiche Datum und die gleiche Uhrzeit, jedenfalls dann, wann wir starten und den Rest lassen wir dann fiktiv laufen. Das heißt, also semi-real das Ganze. Vorhin sind wir noch 23.38 Uhr angekommen. Jetzt sind wir schon mal 58 Uhr. Schade ist eigentlich auch, dass die Uhrzeit sich halt nicht so umändert, dass man halt so wie ein ETS, dass sie halt schwankt, der Lieferdatum. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Weil man kann mir nicht erzählen, man kann das nicht machen. Das ist genauso so eine Aussage von einigen Spieleentwicklern. Man kann keine Spiele entwickeln mit integrierten Multiplayer. Kann man schon. Siehe Landwirtschaftssimulator in der Simulationsrichtung jetzt. Siehe Landwirtschaftssimulator, siehe Bausimulator, sehe jetzt mittlerweile Eurotax-Simulator, das könnte man eigentlich einfach so integrieren und ein automatisches Update rausbringen. Ich weiß nicht, was die Entwickler da immer von sich halten, aber ja, nicht gerade sehr positiv, was die von sich sehen. Oh, oh. Alter, Alter! So. Da war aber einfach so eine Baustelle. Alter, jetzt regelt der sich hier auch noch rein. Also lesen können die KI-Fahrzeuge nicht. Die ziehen alle von links nach rechts rein. Wieso? Why? Jetzt ziehen die wieder rüber. Ich weiß nicht, was denen ihr Problem ist. Alter! Was hat der für ein Tourette? Wo ist HD? Ich muss einmal googeln. Fahre ich da mal hin. Hansestadt Dresden gibt's nicht. Hansestadt Düsseldorf gibt's auch nicht. Es gibt doch nur Bremen, Lübeck und Hamburg. Warum HD? Ich google das. Ich google das. Wo ist HD und fahre da hin? HD. Ich merke mir nicht.
Hier wäre auch ein Parkplatz mit Schlafmöglichkeit, glaube ich. Also jetzt, ja, hier wäre einer. Jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen, nicht? Weil überall sind hier Schlafmöglichkeiten und ich habe so früh geschlafen. So, ich ziehe jetzt rechts rüber. Wenn jetzt einer von hinten kommt, dann hat er Pech. Oh, ich nehme auch wieder hier zwei Spuren ein. Ich habe gleich auch Pech, wenn mir einer hinten drauf fährt. Ich will's mal erleben, dass wir eine Fahrt ohne Beschwerden, ohne Unfälle, einfach nur volle 100% machen. Ich glaube, das gibt es hier im realistischen Modus gar nicht. Man kann ja hier wechseln zwischen realistisch und so weiter und so fort, aber irgendwie gibt es das hier nicht. Keine Ahnung. Jetzt muss man schon von der ganzen linken Spur auf der ganz rechten, leck mich am Arsch, hier ist nur 90 erlaubt. Ist hier wirklich nur 90 erlaubt? Nee, ist natürlich nicht. Das ist nur einfach so eine Aussage. Oder doch? Kommt hier gleich was? Geil wäre so ein Unfall auf der Straße. Also wäre nicht geil, aber na gut. Jetzt fahren die hier doch tatsächlich nur noch 90. Leute, ich hab Kado! Also schön, dass da nichts war und man musste einfach links rüberfahren, rechts rüberfahren. Da ist auch heute so eine Geschichte gewesen mit einer älteren Dame bei mir im Laden. Ich war ja arbeiten, wann bin ich das mal nicht, dann wenn ich frei habe. Sie fragte mich nach so Suppen in, ja, so eine Beutel, keine Ahnung, so eine Art Wurst. Die sind so gepresst wie Würste, aber halt, da drin ist Suppe. Ich weiß nicht, wieso man so eine Scheiße erfindet, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich ihr das halt gezeigt, da sagt sie, ach, die würde ich nicht. Beziehungsweise erst sagt sie, ich zu ihr, ein Stückchen weiter müssen sie noch geradeaus laufen und dann auf der rechten Seite. Sie geht ein Stückchen geradeaus, geht zu der Truhe, ich sage, jetzt müssen sie rechts gucken und sie guckt nach links und sucht und sucht und sucht. Ich sage, junge Frau, sage ich, wenn sie nicht nach rechts gucken, dann können sie so suchen, solange sie wollen. Ich sage, hier sind die. Oh, sagt sie, und diese Kürbissuppe, die habe ich ja schon gesehen. Ich sage, ja, sage ich, und wieso fragen sie mich dann? Und wir haben nur das, was sie halt in den Regalen haben. Hat sie mich so ein bisschen komisch angeguckt. Und sagt, okay, ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich sage ihnen auch. Also mir ist so fast der Spruch rausgekommen. Naja, rechts ist da, wo der Daumen links ist. Wir lernen das auch, aber den Spruch, den habe ich mir so ein bisschen runtergeklatscht. Weil irgendwie war die Frau nicht so die Frau von der Frau, wie man sich das vorstellen würde, die dann den Humor verstehen würde. Aber das kennt man ja hier, dass einige Leute Humor, was ist jetzt die Mehrzahl von Humor? Humor nicht verstehen. Das ist traurig. Aber man muss ja nicht mit allen befreundet sein, denn der Humor muss sich nicht für einen Menschen umstellen. Ist dieser Fahrer auf dem Gaspedal eingeschlafen? Ich wusste, dass die meckern immer bei diesen Abfahrten.
Die meckern hier ständig und immer. Hoppala. Ach, ganz schön duster hier. Jetzt kommt gerade von hinten von mir aus dem Fenster die Sonne. Vielleicht werde ich auch allgemein gerade im Bild heller, dann sieht man das immer gut. Wir sind mit 3 Stunden Verfrühung in Hamburg angekommen. So ein Flixbusfahrer sollte man mal haben. 3 Stunden zu früh, obwohl man immer pünktlich abgefahren ist. Oh. Mein Nagel ist angerissen. Ja, mein Gott, heul nicht rum. Soll ich in Taschen nur reichen oder was? Na, wir müssen hier 1000 Meter ab. Hoppala. Alter, man sieht die hier so schlecht im Dunkeln, die Autos. Richtig schlecht. So, aber wir sind jetzt da sowieso in Hamburg gleich. Das heißt, großartig uns was passiert. Hoffe ich jetzt mal, kann ja nicht. Sollte eigentlich eine Ampel sein. Ich frage mich nur gerade, wo? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hier ist nur noch 80 erlaubt. Dann sind wir in Hamburg. Ich glaube, das erste Mal sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe mir das erste Mal anders vorgestellt, weniger Unfälle, heller, nee, Spaß. Ich kann leider nicht ziemlich viel sagen, also ich muss, ich finde es halt ein bisschen traurig, dass Hannover nicht so originalgetreu nachgebaut ist, wie man es vielleicht sich hätte wünschen lassen können. Dafür sind einige andere Städte originaler nachgetreu, nachgebaut, wie auch immer. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass sie sich bei manchen Städten nur Mühe geben. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, es ist so und ich weiß nicht, ob man das noch ändern wird. So, in 16 Kilometern sollen wir erst da sein und wir sind jetzt schon in Hamburg drin. Sehr interessant. Sehr interessant. Wir wollen da mal gucken, wie wir ablaufen. So, die Ampelschaltung ist unsere.
gut, ich konnte ja jetzt nicht wissen, dass das nix wird, wa? Wollen wir jetzt mal rechts rüber? Ah, ich glaube, der Hamburger, ich glaube, ich war hier schon in Hamburg. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube, dieser Bahnhof war hier, also der Busbahnhof, der war hier original nachgebaut, so ein bisschen jedenfalls. Also ein Bahnhof, das weiß ich, aber ich weiß jetzt nicht, wo das war. Ich kann mich einfach schlecht dran erinnern. Aber wir können ja mal gucken. Ah, hier, seht ihr. Hier ist er. Ich sah doch, Hamburg. Hamburg war's. Ich finde das ein bisschen schade, dass Hamburg, wie ihr seht, es ist nachgebaut. Originell. Aber hier fehlt eine Bushaltestelle. Hier ist eigentlich doch eine Bushaltestelle. Jedenfalls ist es in Ormsee hier. Durch den Darius gebaut worden. So, hier müssen wir rum. Jetzt muss ich mal was gucken. Und zwar muss ich hier rein. Zack. Und in echt parken die Fernbusse eigentlich hier rechts. Die fahren vorwärts rein, rückwärts raus. Ganz simples Prinzip. Und man darf hier eigentlich auch nur Schrittgeschwindigkeit fahren im Real Life, denn sonst kommt hier die Verkehrswacht oder Bahnhofswacht oder wie auch immer sich das beschimpfen möchte und sagt, du, mein Freund, du läufst ja. Kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Ja, könnte sie, muss sie aber nicht. So, zack, Blüten auf, weil sonst haben wir doch keine Düsen. Die Leute rauslassen. Und hier sage ich heute mal Tschüss, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir wie immer einen Daumen nach oben geben, abonnieren, folgen, liken, teilt das Ganze. Ich locke mich jetzt hier aus meinem Gerät und sage, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, Leute, und ciao. Euer Mega Gaming. Das heißt, wir spielen mit mir.